Vorstellung und Test vom Hotel Blücher in Teterow auf der Warener Straße. Ihr seht hier das Hotel, ein Klinkerbau mit Fachwerk. Ja, von außen erstmal wunderschön. Und wir werden jetzt mal reingehen, werden uns das Ganze mal näher anschauen und ich kann euch dann auch mal genauere Informationen geben. Und direkt nach einem kurzen Intro legen wir damit los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Hoteltest auf meinem Kanal zur Schwinsens. Ihr wisst, ich bin derzeit auf der Reise, auf der Suche nach dem Glück und somit werde ich auch immer wieder zwischendurch Hotels testen. Genau wie in diesem Fall. Ja, das hier ist die Einfahrt zum Parkplatz vom Hotel Blücher. Und wenn ihr gerne Reise-Vlogs schaut, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Drückt die Abo-Glocke, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Am besten lasst ihr auch gleich ein Like da, dann vergisst ihr es nicht. Und wenn euch das Video gar nicht gefallen sollte, könnt ihr es am Ende wieder entfernen. Das ist die Einfahrt zum Hotelparkplatz, also hier vorne seht ihr die Warener Straße. Und ich schalte euch jetzt mal auf die Frontkamera. Ja, und direkt so geht es auf den hoteleigenen Parkplatz. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen Parkplatz, wo ihr euer Auto abstellen könnt, wenn ihr im Hotel eingecheckt seid. Das hier hinten sind die Parkplätze. Das geht noch ein Stück weiter nach hinten, also es sind genug Parkplätze vorhanden. Hier im Innenbereich, also in diesem Anbau, befindet sich der Frühstückssaal. Ansonsten habt ihr hier einen kleinen Innenhof für den Eingang der Gäste. Die Rezeption ist weiter vorne. Hier kann man sich abends noch hinsetzen, kann was trinken. Muss man allerdings selbst mitbringen, also hier ist keine Verpflegung dabei. Es ist Frühstück enthalten, wenn ihr das wollt. Frühstück kostet derzeit 10 Euro pro Person und ja, kann dazu gebucht werden, kann täglich dazu gebucht werden oder auch für immer. Ja, ansonsten ist das recht angenehm, dass man hier draußen sitzen kann. Bei schönem Wetter. Es ist wirklich schön dekoriert, wie ihr sehen könnt. Und jetzt gehen wir mal direkt ins Hotel hinein. Das ist die Eingangstür. Bei verschlossener Tür müsst ihr hier euren Code eingeben, welchen ihr dann mit eurem Schlüssel erhaltet. Hier seid ihr in einem kleinen Vorraum. Links geht's zur Rezeption. Das ist auch der Eingang, wo ihr direkt vorne von der Tür reinkommt. Hier in diesem Schaukasten könnt ihr euch auch noch ein paar Produkte kaufen, wenn ihr das möchtet. Ja, dann hängt hier ein großes Plakat. Hier in Teterow ist ja oft Speedway-Rennen. Und ja, hier war auch ein Grand Prix und deshalb ist ja hängt hier ein Plakat. So, dann geht's hier auf der rechten Seite direkt in den Frühstücksraum. Ich denke mal, er ist momentan verschlossen. Ja, den muss ich euch ein andermal zeigen. Ich war nur einmal frühstücken, muss ich sagen, weil ich ja eigentlich kein Frühstück mache. Ich frühstücke nicht, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Dann gehen wir mal nach oben zu den Zimmern. Hier führt eine, ja, eine schmale, recht steile Holztreppe nach oben. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, sollte kein Hindernis sein. Ja, dann kann man sich hier Bücher ausleihen. Hier steht ein kleines Bücherregal. Finde ich ganz toll, dass die Möglichkeit besteht, dass man sich hier Bücher ausleihen kann, um sich ein bisschen weiterzubilden. Dann geht es hier einen schmalen Gang nach hinten. Auf der linken und rechten Seite befinden sich die einzelnen Zimmer, oben drüber übrigens genauso, also im zweiten Stock befinden sich auch noch weitere Zimmer. Nun gehen wir ins Zimmer hinein und schauen uns mal das Zimmer an. So,
So, und jetzt machen wir noch einen Zimmerrundgang. Mein Gepäck ist gepackt, es steht hier rum, ihr werdet es sehen und ich werde euch das Zimmer nochmal komplett zeigen. Ich war sehr zufrieden mit dem Zimmer, ist für mich mit Hund halt trotz Doppelzimmer ein bisschen zu klein mit meinem ganzen vielen Gepäck, was ich dabei habe. Also ich werde mich in Zukunft wirklich mehr auf Ferienwohnungen spezialisieren. Aber wer für eine Woche oder ein paar Tage nach Teterow kommen sollte, dem kann ich dieses Hotel wirklich nur wärmstens empfehlen. Die Gastgeber Nadine und Ronny Blücher, zwei sehr sympathische, nette Leute, mit denen man ja auch private Gespräche führen kann, die immer für ein Gespräch bereit sind, immer sehr freundlich sind. Also kann ich euch wärmstens empfehlen. Der Preis liegt bei 55 Euro pro Einzelzimmer. Ein Hund kostet 7 Euro, glaube ich. Und ein Doppelzimmer kostet 70 Euro. Also ich habe hier ein Doppelzimmer gehabt, das heißt, ich habe hier 70 Euro bezahlt. Frühstück kostet nochmal 10 Euro, aber ich blende euch auch nochmal kurz die Preisliste ein. Da könnt ihr das nochmal genauer nachschauen. So, und hier könnt ihr noch die Zimmerpreise sehen. Also ein Einzelzimmer kostet 50 Euro, ein Doppelzimmer, was ich habe, kostet 70 Euro. Ein Single Apartment 80 Euro. Ein Familienzimmer 100 Euro, Erwachsene für die Aufbettung 20 Euro und ein Kinderbett 50 Euro. Frühstück 10 Euro für Erwachsene und Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Ein Hund kostet 8 Euro am Tag und man kann sich sogar ein Lunchpaket geben lassen. Und jetzt zeige ich euch aber das Zimmer. Ja, ihr kommt rein, habt hier oben einen Fernseher an der Wand hängen, wo ihr Fernseh schauen könnt. Ansonsten habt ihr zwei Stühle, einen kleinen Esstisch mit Gläsern, mit Fernbedienung, mit etlichen Informationen. Dann habt ihr hier euer WLAN, was ihr aktivieren könnt. Ihr habt einen Schrank auf der linken Seite mit Fächern und auf der... Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier sind Fächer drin und auf der rechten Seite ist eine Kleiderstange, um ja die Kleider hinzuhängen. Dann habe ich zwei Fenster im Zimmer gehabt, zwei große Fenster. Darunter befindet sich der Parkplatz. Ihr habt hier hinten eine Steckdosenleiste, was oft nicht selbstverständlich in Hotels ist, denn meistens hat man nur eine Steckdose und ich habe dafür immer Verlängerungskabel mit. Kommen wir erstmal zur Couch, zum Sofa, ja, auch recht groß, ist glaube ich sogar ausziehbar, ja, ist ausziehbar, also wenn man noch jemand hier mit schlafen lassen möchte, mit Decken und mit Kissen. Dann das Bett mit links und rechts zwei Nachttischen und einer Nachttischlampe, die steht, zwei hängende Nachttischlampen. Das Bett ist sehr bequem, kann ich sagen. Die Decken sind keine Federdecken, ist man ja aber gewöhnt aus den Hotels. Dafür hat man aber zwei normale Kissen und zwei Federkissen, was mich wirklich überrascht hat, gefreut hat. Denn ich habe ja immer meine eigenen Kissen mit, weil ich was zum Knautschen brauche. Ich brauche Federkissen, ich brauche mehrere Kissen, von daher absolut perfekt. Ja, ihr seht's, Paddy gefällt es auch. Ansonsten hängt hier noch ein Spiegel mit einem Bild von mir drauf. Und hier geht es ins Badezimmer. Das Badezimmer ist mit Toilette ausgestattet, mit ja, Föhn, Zahnputzbecher, Seife, also so ein kleines Ablageregal, Toilettenhalter, Waschbecken, Spiegel. Hier stehen auch noch meine Sachen. Und in der Ecke habt ihr eine Dusche. Eine ganz normale Dusche und einen Wandtuchhalter. Also im Prinzip genau das, was man eigentlich nur benötigt. Hier unten in der Ecke ist noch ein Mülleimer. Ja, der Boden, es ist Laminat auf dem Boden. Und an der Wand steht noch ein toller Spruch, welchen ich wirklich klasse finde. Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden, hat Albert Einstein gesagt. Ich denke, ihr habt gesehen, in diesem Zimmer lässt es sich gut leben. Ich war jetzt 11 Tage hier, habe die Zeit hier genossen in Teterow und ja, hätte mir vorstellen können, hier zu bleiben, hier mein Glück zu finden. Ist nicht so gewesen. Gut für euch, schlecht für mich. Naja, schlecht will ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn ich reise ja weiter. Ich konnte zwar das Glück nicht finden, aber ich habe in Teterow so viele nette, freundliche Menschen kennengelernt. Menschen, ja,
wie zum Beispiel Nadine und Ronny, welche die Hotelbesetzer hier sind. Ich habe auf der Straße Leute kennengelernt wie Sita Viola. Ich habe den Inder kennengelernt, den Inder, den ich euch auch empfohlen habe, Kumar. Und ja, und noch viele, viele weitere nette Menschen. Also die Menschen sind hier wirklich sehr aufgeschlossen in Teterow. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das Leben hier ist ziemlich entschleunigt, muss ich sagen, was mir entgegenkommt. Und ja, jetzt geht es weiter. Ansonsten lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn ihr weiteres von meiner Reise erfahren möchtet, wenn ihr weitere Videobewertungen über Hotels haben möchtet. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das ein oder andere Interessante für dich dabei. Ciao und bis bald.